Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wieder zurück, live am Start. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, aktuell in Folge... Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Aber wir müssen irgendwie... Warte mal, ich gucke mal auf den Wochenplan, was derzeit so dran ist. Ja, irgendwie in den 70ern, 270 irgendwas bestimmt. Und wenn ich das Video am Ende sehe, um einen Namen zu geben, denke ich, was, schon 285 oder was? Nee, also, ich gehe erstmal in die Welt. Wir haben übrigens heute ein Texture-Pack, das Warmsboy-Eye-Pack, wie auch immer es heißt. Das hatte ich da gerade noch drauf und dachte mir, komm, das kann ich mal nehmen. So. Ja, wir waren hier stehen geblieben und, waren dabei, unseren Tunnel zu bauen. Und da besteht auch heute unsere Haupt... Warte mal. Blum, blum, blum. Laden, 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 laden. Ich gehe mal neu rein, dann funktioniert das Leck frei. So, jetzt. Macht für euch wahrscheinlich keinen Unterschied, aber ich habe dann jetzt 60 Frames. Bei der Grafikkarte habe ich nicht mehr eingestellt derzeit. Ja. Wir wollten weiterbauen an dem Tunnel und das wird heute die primäre Aufgabe sein. Denn ich wollte unbedingt noch vor Folge 300 die Bahnverbindung dahin fertig kriegen. Jetzt haben wir schon so schnell das Haus selbst fertiggestellt. Jetzt möchte ich, dass da auch Fortschritte kommen. Hui. Was den Tunnelhochbau anbetrifft. Und ich würde sagen, wir graben uns da erstmal weiter durch die Welt. Unbegrenzt, das wird heute auch der Sinn der Aufnahme sein. Pass auf, ich nehme jetzt mal die Diamantenspitzhacke, das gönnen wir uns mal. Ich werde die aber nicht so viel verbrauchen. Wenn ich sehe, die geht kaputt, dann nehmen wir natürlich wieder eine andere Spitzhacke. Ich werde die nur zu einem Viertel jetzt kaputt schlagen und dann nehmen wir wieder was anderes. Ein bisschen Luxus muss man sicher gönnen. Oder wir können uns ja... Pass mal auf, pass mal auf. Wir können jetzt mal was anderes machen. Wir nehmen uns eine Eisenspitzhacke. Ah, ist es dunkel? Oh, ups. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufe ich mich ja schon. Das muss ich aufpassen, nicht, dass hier ein Tier hinter uns her ist. Da steigt die Angst. Da hat man Angst. Da kriegt man Angst. Mitternacht, der Film. Das ist ein harter Film, also harte Kost, also nicht für jeden was. Und, ja. Ich würde mal ganz dreist vorschlagen, ach mal ganz kurz hier diese Bruchsteine, wie sie jetzt heißen, die kann man jetzt mal hier einlagern. Weiße Wolle, pass mal auf, wo war Wolle? Da war, nee, halt, wo war denn Wolle? Hallo? Hallo, also, Wolle und Farbstoffe, so... So, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz. Ein Bett brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir machen uns Eisenspitzhacken. Weil wir haben doch noch so viel Eisen. Ich meine jetzt nicht die Diamantenspitzhacke da verprasst. Ah ne, halt, warte mal. Erze waren woanders. Wo hatten wir das denn? Haben wir noch fertige Riegel? Nicht Riegel, fertige Dings. So, ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann schmelzen wir 6-mal Eisen und machen uns dann logischerweise 2 Eisenspitzhacken. Stöckchen haben wir nicht. So, machen wir nämlich kurz in der Zwischenzeit. Ach, hier haben wir noch 2 übrig. Perfekt. Das reicht sogar. Und Fackeln wären nicht schlecht, weil die uns gleich in der Tiefe ausgehen werden. Halt, wo waren die Ärzte denn noch da? Haben wir nur 1, 2... Nur so wenig Stacks Kohle? So, pass mal auf. Dann, wir brauchen ja ganz viel. Ich würde sagen, wir können ja auch direkt setzen, wie sie am Ende gesetzt... Ah, ne, halt, machen wir eh noch nicht. Machen wir eh noch nicht. Ja, wobei ist die Frage... Ich bin am Überlegen, wie wir das jetzt am besten... lösen, das Problem. Weil irgendwann... Pass mal auf, warte, so... Ne, war mal so und so, okay. Und dann machten wir das immer so und so. 43, das ist super. So. Ist die Frage, ob wir nicht direkt. Pass auf, ich crafte erstmal, das ist mir hier gerade so irre anspruchsvoll. So. Nummer 1. Da haben wir direkt einen Fortschritt erzielt. Haben wir sogar noch. 3 Stück haben wir im Prinzip noch. Ja gut, die ist fast eh kaputt, aber die zählt ja trotzdem noch. Ich sammle die mal hier auf, weil das ist ja sonst Platzverschwendung.
Denn drei angebrochene Sachen ist nicht gut. So. Also. Ich würde mal sagen, wir rennen mal hier runter und machen die Musik leiser. Und. Ah ne, halt, wir können hier unten rein. Pass auf. Außer wenn wir wieder von oben reinfallen wollen, wie eben. Aber. So. Ich würde sagen, wir graben erstmal nur den Schacht aus. Ja, oder ich hatte mir überlegt, dass wir das dann auch direkt schon ausbessern hier alles. Aber. Ist die Frage, ob wir nicht erstmal noch irgendwie. Nee, ich würde sagen, wir graben erstmal den Gang weiter. Und dann kümmern wir uns darum. Zumindest bis die Spitzhacken kaputt sind, dann können wir uns mal ein bisschen um das Ausbessern kümmern. Ich hatte eventuell überlegt, dass man die oberste Reihe an Blöcken hier an der Wand immer aus Holz macht. Dann sieht das ein bisschen kontrastreich aus. Und ich habe ja gesagt, wir gehen da nochmal in eine Höhle. Damit wir dann im Prinzip das Eisen, was wir ja für die ganzen Werkzeuge verprassen, auch wieder reinkriegen. Ich meine, dafür haben wir das Eisen. Ah ne, halt, das brauchen wir auch für die Schiene, ich Idiot. Na gut, dann pass auf. Für diese zwei Spitzhacken, die machen jetzt nicht die Welt. Aber wir müssen dann demnächst mal wieder farmen gehen, ne? Wie es aussieht. In einer Mine. Wäre gar nicht mal so blöd, die Idee, ne? Wenn man sich so durch den Kopf gehen lässt. Ach nee, weil wir brauchen ja für die Schienen so irre viel. Dann könnte es eventuell sein, dass das ja nicht reicht. Und Minecarts, die werden, glaube ich, auch aus Eisen gemacht, meine ich, ne? Wie ein Boot nur aus Eisen, meine ich. Und dann kann man ja auch welche machen. Man kann theoretisch auch eine zweite Schiene machen, wenn man denn wollte. Wenn man dann Fracht transportieren möchte. Aber dann kann man statt dem Minecart dann eventuell eins draufsetzen. Aber man kann das theoretisch machen. Man kann, muss aber nicht. Das macht den wichtigen Unterschied hier bei der ganzen Geschichte. So, das wird eine sehr spannende Aufnahme, wie wir sehen. Ja, aber es geht ja gleich los mit dem Ausbessern, daher. Aber ich grabe erstmal hier ein Stück weiter, weil ich möchte ja schließlich Fortschritte machen. Und ich möchte, dass wir hier so effizient arbeiten wie auch möglich, damit wir hier möglichst schnell fertig werden. Das mache ich jetzt nicht einfach nach dem Motto hier schnell, 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 aber ich möchte, dass ja bis zum nächsten Download immer wieder was Neues geboten wird. Und dass wir was schaffen. Schließlich, ich habe ja selbst gesehen, in den ersten Folgen von Minecraft haben wir im Prinzip auch nicht ganz so viel geschafft. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt fast bei Folge 300 und haben, ja, so viel haben wir schließlich auch noch nicht, aber dafür haben wir viel erkundet, ja. Und, haben dafür andere Sachen gemacht, die zwar nicht unbedingt immer sinnvoller waren, aber wir haben andere Sachen gemacht. Das muss ich betonen. Oh ne, ich mach nur, bis die Spitzhacke kaputt ist und dann würde ich sagen, bessern wir mal aus. Das wird ja hier vorne nicht mehr ganz so viel, wobei wir müssen auch die ganze Decke ausbessern. Die würde ich schließlich auch aus Holz machen. Und da reicht natürlich das Holz nicht aus. Das ist natürlich schlecht. Uns mangelt es dann wahrscheinlich noch eher an Holz. Oder wir müssen mal richtig hacken gehen. Natürlich müssen wir immer nachpflanzen. Ja, ich würde sagen, gehen wir nachher mal eine Runde schön hacken. Weil die sind inzwischen wahrscheinlich schon gewachsen. Da bin ich mir ganz sicher. So. Wir müssen noch alle paar Hurala-Blöcke dann, sozusagen alle 10 Blöcke Fackeln ansetzen, wenn es fertig ist. Dann müssen wir das alles abzählen. Oh, hier wird noch einiges an Arbeit sein. Es ist ja nicht, dass wir den Schacht hier durch die Erde graben. Ich würde übrigens gleich mal interessieren, wenn die Spitzhacke kaputt ist, wo wir hier gerade eigentlich bereits sind. Pass mal auf. So. Ich grab uns mal ganz kurz hoch. Moment. Och. So. Oh. Irre weit müssen wir gar nicht mehr. Denn bald müssen wir auch schon die Kurve einlegen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass das gar nicht so weit ist, die Strecke?
Ja, wobei, na, sieht es wahrscheinlich noch weniger aus, aber na gut, so endlich wird das dann gar nicht, sehe ich. Also, es gibt Hoffnung, dass es nicht Jahre dauert, sondern es handelt sich nur um Monate. Also sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Also, bis gleich.